Hallo ihr Lieben, ich möchte heute mit einem neuen Nimbus-Video zu euch kommen, denn der Nimbus-Nassreiniger ist für mich und für viele andere, die den Hühler kennen, das absolute Must-Have. Es ist das Nassreinigungssystem, was man zusätzlich zum Hühler dazu bestellen darf oder es in einer Aktion enthalten ist. Ihr wisst, ich bin Vertriebspartner bei Hühler geworden aus Liebe und Leidenschaft zu diesem Produkt. Also wenn ihr noch keinen Hühler habt, wenn ihr Fragen habt dazu, wenn ihr über das Zubehör was erfahren möchtet, wenn ihr ein Angebot haben möchtet, dann meldet euch gerne jederzeit. Wie gesagt, manchmal ist der Nimbus wirklich schon im Angebot dabei, also sprecht mich da gerne drauf an. Für mich ein absolutes Must-Have, wie eingangs gesagt. Es macht nämlich aus eurem Luftreiniger, Staubsauger, Tiefenreiniger nochmal ein extra Nassreinigungsgerät. Warum extra? Wir haben ja bis jetzt hier unten das Wasser nur als Filter. Alles wird gesammelt in dem Filter, in dem Wasser und wird am Schluss ausgeschüttet. Jetzt möchten wir aber nass reinigen. Wir möchten jetzt klares Wasser. Und deswegen ist in dem Nimbus-Set der Wassertank enthalten, denn hier kommt Frischwasser rein. Hier unten ist das Wasser nur als Filter. Hier haben wir wirklich frisches Wasser, um dann die Böden zu putzen, um Flecken zu entfernen, um alles Mögliche nass zu reinigen. Das Auto, die Fußmatten im Auto, die Teppiche. Alles, was man nass reinigen möchte, kann man mit dem Nimbus nass reinigen. Hier oben haben wir eine kleine Klappe für Reinigungsprodukte. Bei dem Nimbus sind übrigens im Lieferumfang schon zwei Reinigungsprodukte dabei. Hole ich euch mal kurz. Reinigungsmittel für Teppich, Teppichböden und Polster und das Reinigungsmittel für Hartböden ist schon inklusive, also braucht ihr gar nichts dazu kaufen. Das ist einfach automatisch dabei. Wie gesagt, hier oben dürfen ein paar Tröpfchen rein und dann kann man schon loslegen. Der Nimbus Wassertank wird einfach wie so ein Rucksack hinten auf den Hühler drauf gesteckt. Hopp, Gitter weg und dann wird er einfach aufgesetzt wie so ein Rucksack. Zack, schon ist er fest. Und dann haben wir natürlich einen Schlauch dabei, gekennzeichnet diesmal in der Farbe Blau für Wasser. Und den steckt ihr wieder hier vorne ein, Lärmschutzkappe ab. Lärmschutzkappe würde ich jetzt nochmal hinten in der Garage parken, deswegen mache ich nochmal kurz den Wassertank ab. Könnt ihr hier oben einfach die Lärmschutzklappe parken und dann ist sie sicher da drinnen. Und dann machen wir wieder den Rucksack drauf, den Frischwassertank. Klick, klick. Und dann habt ihr den Schlauch, den ihr natürlich auch wieder hier einklickt. Und das ist jetzt die Besonderheit zu den anderen Schläuchen. Wir haben einen kleinen Verbindungsschlauch zum Frischwassertank. Der wird einfach auch reingedreht. Kleiner Tipp, am Anfang geht das super einfach. Mit der Zeit geht es ein bisschen schwieriger. Nehmt ein bisschen Reinigungsmittel, Aqua Fresh, wenn ihr zu Hause habt, das tolle, duftend riechende. Befeuchtet das hier so ein bisschen, schmiert so ein bisschen, dann geht es leichter in die Öffnung. Kleiner Tipp. Dann habt ihr natürlich wieder blaue Klickrohre, um bequem im Stehen zu wischen, zu putzen. Mache ich jetzt aber nicht, weil ich ja jetzt gerade sitze für euch. Und dann habt ihr im Nimbus-Umfang noch drei Aufsätze dabei. Das ist mein absoluter Lieblingsaufsatz mit der Gummilippe. Hat hier hinten so eine Borste. Also wenn ihr den Stab vom Nimbus oder eben je nachdem, wie ihr jetzt putzt, wenn ihr das ein bisschen schräger haltet, also nicht so gleich wischt, sondern eher ein bisschen so, dann könnt ihr, hört ihr das, mit den Borsten erstmal so ein bisschen die dreckigeren Stellen so ein bisschen rubbeln. Also nicht gleich aufrecht mit dem Nimbus stehen, sondern erstmal so. Falls ihr Stellen habt, die ihr eben richtig schrubben müsst, geht das super toll mit dieser Borste. Und dann ein bisschen gerader beim Abziehen und Einsaugen könnt ihr dann das ganze Wasser mit aufnehmen. Klappt unglaublich gut. Wir lieben die Gummilippe. Wir machen fast alle Böden mit der Gummilippe. Und ja, macht ganz viel Spaß. Es ist ganz schnell erledigt, weil er wie gesagt bürstet und dann einsaugt und abzieht in einem. Ganz, ganz schnell habt ihr da eure Böden gereinigt. Bei Fliesen geht es natürlich ganz, ganz toll. Hochglanzböden, aber ich mache es sogar bei Holzböden, weil es einfach so schnell und super geht. Und dadurch, dass man ja wirklich sprüht, ach so, habe ich euch das überhaupt schon gesagt? Hier gibt es einen Griff, einen Hebel und wenn ihr hier sprüht, dann sprüht der Nimbus direkt das Wasser. Deswegen haben wir ja diesen Frischwassertank hinten dran, weil eben dann direkt frisches Wasser aus unserem Sprüher hier rauskommt. Je nachdem, ob ihr jetzt die Stangen dran habt oder die Aufsätze, kommt eben direkt das Frischwasser, eventuell mit Produkt, wenn ihr welches reingemacht habt, rund unten draus gesprüht und dann könnt ihr eben sprühen, schrubben und gleich aufsaugen und abziehen.
Unglaublich praktisch, unglaublich durchdacht, dieser Nimbus. Dann habt ihr den zweiten Aufsatz. Dieser Aufsatz, der hat keine Gummilippe, sondern so eine härtere Erhebung, sagt man das so. Und auch wieder hier borsten, also da könnt ihr auch wieder zuerst rubbeln. Und das ist jetzt eher für Teppichböden gedacht. Da habt ihr jetzt nicht was zum glatt abziehen, sondern da habt ihr sowas Festeres, dass ihr auch richtig schön auf dem Teppich dann drüber fahren könnt und eben auch den Teppich bearbeiten könnt. Ich benutze es nur bei Teppichen. Und da ist meine absolute Lieblingsdüse, rettend in so vielen Situationen, gerade mit Kindern. Damit sprühe ich, also auch hier ist wieder das Sprühdings dran, die Sprühdüse. Die gibt es auch einmal im Set extra, weil man auch aus anderen Zubehören, die der Hühler auch noch hat, dann ein Nimbus-Zubehör draus machen kann, wenn man einfach nur diese kleine Düse unten drauf dreht. Zum Beispiel beim Terrassenbesen kann man dann die kleine Düse, die es extra gibt, drauf drehen und dann macht man aus dem Terrassenbesen eben auch diese Funktion, dass er sprüht und man gleich die Terrasse schrubben kann. Unglaublich toll. Dieser kleine Aufsatz, mein absoluter Lebensretter in so vielen Lagen. Zum Beispiel, wenn die Kinder auf dem Hochstuhl gegessen haben, tue ich danach die Essensreste aufsaugen und gleich schon sprühen, polieren und absaugen. Wenn Flecken entstehen auf dem Sofa, auf dem Teppich, egal wo du Flecken hast, dieser kleine Aufsatz schrubbelt dir und saugt es gleich wieder auf. Ganze Sofas haben wir damit gereinigt. Täglich in Gebrauch zum Flecken entfernen, zum Bodenwischen, zum Fugen reinigen, zum Auto reinigen. Oh Gott, ich könnte euch so viele Dinge. Beim Fensterputzen haben wir ihn auch drauf, den Nimbus Nassreiniger, weil man dann hier wieder direkt diese Düse drauf machen kann und dann die Fenster erstmal einsprühen kann. Dann muss man sich gar nicht einen Wassereimer richten. Sprühe ich mir die ganze Fenster ein und dann nehme ich das Fensterwischset und sauge das Fenster ab. Also ihr seid mit diesem Nimbus Nassreiniger so flexibel und ihr werdet den so feiern und so lieben und es geht einfach so schnell. Flecken entfernen, Böden wischen, Teppiche. Wir hatten ein sperrmüllreifes Sofa, das wir mit dem Nimbus Nassreiniger wieder komplett hergestellt haben, so dass wir jetzt alle wieder darauf kuscheln im Wohnzimmer. Für mich ein absolutes Must-Have, der Hühler sowieso, aber in Kombination mit diesem Nimbus Nassreiniger ein absoluter Traum. Sprecht mich gerne drauf an. Ich gebe euch dann auch noch Tipps und Tricks mit an die Hand und wie gesagt, vielleicht sogar ein sehr gutes Angebot. Also meldet euch gerne bei mir, wenn ihr noch Fragen habt zum Nimbus Nassreiniger. Ihr wisst, wo ihr mich findet. Bis ganz bald. Ciao.